HP Reveal kann man im Unterricht sicherlich auch gut für die Erweiterung von Postern einsetzen. Und das habe ich jetzt hier einfach mal kurz vorbereitet. Ich habe ein Poster über Vögel gemacht und habe da verschiedene Unterpunkte und die jeweils unterlegt. Der Archaeopteryx, also der Urvogel, lebte vor 150 Millionen Jahren. Also wieder so eingestellt, dass einmal antippen Vollbild erschafft. Dann habe ich da Videos unterlegt und hier einfach ein Bild. Und dieses Bild wird bei Antippen ein YouTube-Video öffnen, um den Gesang einer Meise zu hören, sage ich mal. Oder eines Rotkehlchens. Also, Prinzip ist klar. Ich kann verschiedene Dinge unterlegen. Nur Audios geht nicht, aber ich kann eben ein Bild mit einem YouTube-Link verknüpfen. Jetzt sind natürlich ansonsten die Poster hier oder dieses Poster hier ist ansonsten total nackt. Das muss ja auch nicht so sein. Man könnte auch ein herkömmliches Poster gestalten und einfach zusätzlich noch ein Video draufladen. Aber insgesamt sicherlich eine schöne Anwendungsmöglichkeit. Es ist natürlich die Frage, ob Schüler sowas machen können oder ob man das selber machen muss. Das muss man sich dann überlegen. Wenn es euch gefällt, geht auch auf Abonnieren.